Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist ganz einfach. Ein Löffel Pulver in die Tasse geben, mit heißem Wasser übergüssen und schon ist ein Getränk voller Geschmack und Aroma zum Geniessen parat. Die Rede ist natürlich vom löslichen Kaffee. Um den geht es nämlich heute bei uns im Studio. Vorab mal eine wichtige Bemerkung. Auch löslicher Kaffee hat seinen Ursprung in den wichtigen Anbauländern in Zentral- und Südamerika, Afrika und Asien. Bevor er nämlich ins Glas oder im Beutel luftdicht und aromageschützt abgefüllt wird, braucht es allerbesten Kaffee aus frisch gerösteten Bohnen. Jetzt aber alles der Reihe nach. Wie beim normalen Bohnenkaffee spielt auch beim löslichen Kaffee die Mischung eine wichtige Rolle. Je nach Geschmacksrichtung werden erlesene Arabica- und Robusta-Sorten zusammengestellt, bei Temperaturen von 200 bis 230 Grad geröstet, sofort abgekühlt und gleichmäßig gemahlen. Mit reinem Trinkwasser werden die empfindlichen Aromastoffe so schonend wie möglich gelöst. Der Kaffeeextrakt zuerst tiefgefroren, dann im Vakuum zu Granulat verarbeitet und sofort in luftdichte Gläser oder Nachfüllbeutel abpackt, damit kein Aroma verloren geht. Jacobs, einer der führenden Kaffeehersteller, hat auch beim löslichen Kaffee ein grosses Wissen. Darum gibt es feinen Aroma von Medaido jetzt auch löslich. Im 200-Gramm-Glas, im 100-Gramm-Nachfüllbeutel und ohne Koffein. Und auch Mastro Lorenzo, der bekannte kräftige Kaffee nach italienischer Art, gibt es jetzt löslich. Schneller, einfacher und bequemer. Jeden Tag. Armin, Gewissensfrage. Trinken Sie selber auch löslichen Kaffee oder ist das bei Ihnen tabu? Überhaupt nicht. Zwischendurch und wenn es mal pressiert, trinke ich auf jeden Fall löslichen. Weil es aber bei den schnellen Sättigen und anderen gibt, verlohne ich mich ganz auf meine Vertrauensmarken. Grüezi miteinander. Wir trinken jetzt aber nicht Kaffee zusammen, sondern schauen, was Sie uns das mal für ein Rezept mitgebracht haben. Richtig. Und zwar sind das Herdöpfel-Gemüsegaletten, andere Sauerrahmsoße und das geht so. Für die Soße einen Becher nordische Sauermilch mit saurem Halbrahm und Zitronensaft verrühren. Einen roten Apfel mit der Schale dazu raffeln. Meerrettich, frisch gerieben oder aus dem Glas dazugeben. Alles mit Salz und Pfeffer würzen und bis zum Servieren in den Kühlschrank stellen. Für Galette grünen Lauch längs halbieren. Rösten, waschen und in ganz feine Streifen schneiden. Kürbis und Herdöpfel schälen und beides mit der Röstiraffel reiben. Sofort mit dem Lauch, den Eier und dem Mehl vermischen. Dann mit Pfeffer, Muskat und Salz würzen. Je einen Esslöffel von dieser Masse in heiße Brotbutter geben. Etwas flach drücken und bei mittlerer Hitze auf jeder Seite 3-4 Minuten backen. Zu diesen Galetten passt zum Beispiel ein Rindsplätzchen alle Minute oder einen grünen Salat. Wo Sie das Rezept nachlesen können, wissen Sie ja inzwischen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Danke, Armin, für diesen lustigen Vorschlag. Weiter geht es jetzt mit einem ganz anderen Thema, aber es interessiert sicher auch Sie. Aus New York, der Hauptstadt der Trends, kommt die Marke Maybelline. Überall in New York werden die Farben frech verwendet. An jedem Strassenecken, auf dem Laufsteg, aber auch und vor allem im Gesicht. In den USA wird Make-up viel mehr als in anderen Ländern der Welt getragen und geliebt. Festlich, natürlich oder ganz feminin. Ein perfektes Make-up ist die beste Freundin der amerikanischen Frauen. Und in ihren Augen bedeutet die Marke Maybelline Vergnügen, Farbe und frischen Wind. Die grossen Marken Jimmy und Maybelline haben viel Gemeinsames. Beide sind jung, bekannt und beliebt und auch bei Coop erhältlich. Jimmy ist noch attraktiver geworden durch die neuesten Kreationen und Farben von Maybelline New York, der bekanntesten Marke in den USA. Und wie Christy Turlington, Starmodel von Jimmy, meint: They keep trying to make a woman's life easier. Nicht unbedingt leichter, aber doch günstiger wird das Leben mit unseren Preisabschlägen auf den Grundnahrungsmitteln, die man jeden Tag braucht. Diese Woche ist das Biobrot an der Reihe. Und zwar schlagen 3 verschiedene Spezialbrote von Coop Naturaplan ab. Das 5-Korn-Brot kostet ab sofort 2,60. Das Bauernbrot 3,20. Und das Haferkleienbrot nur noch 2,70. Biobrot von Coop Naturaplan. Frisch wie immer und zum neuen Preis morgen Morgen in Ihrer Coop-Bäckerei. Vom 16. bis am 20. Dezember wird im Hallenstadion Zürich die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt. Mehr als 300 Künstler, Musiker und Bühnenspezialisten sind an dieser spektakulären und monumentalen Inszenierung beteiligt und empfehlen die Opernliebhaber in die fabelhafte Märchenwelt der Zauberflöte.
Reservieren Sie jetzt Ihren Platz für das unvergessliche Gesamtkunstwerk unter dem Patronat von Coop im Vorverkauf. So viel für heute aus dem Coop-Studio. Danke, dass Sie Zeit hatten. Auf Wiedersehen.